Weißt du, kommt immer so einer angewackelt und sagt, Musiktheorie ist voll öde, wozu brauche ich denn das? Oder hier Quintenzirkel, so ein Scheiß, voll unpraktisch, muss ich lernen, braucht kein Mensch. Ja, geht ohne. Ich dachte, ich erkläre euch irgendwie kurz, wozu das total praktisch sein kann. Okay? Folgendes muss man wissen. Die Tonleiter hat wie jede andere Leiter Stufen. Na gut, eine Leiter hat jetzt Sprossen. Stufen. Und wir haben C, D, E, F, G, A, H, C. Das wäre jetzt zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter und die hat Stufen. Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe, sechste Stufe, siebte Stufe, achte Stufe. Das ist schon alles. Das ist super viel. Wichtige Musiktheorie sollte man drauf haben. Es ist nicht so kompliziert. Wofür ist gut? Zum Beispiel, wenn ihr ein Lied begleitet, dann ist das normalerweise ja so, ihr kriegt so ein Blatt, da stehen so die Akkorde drauf und dann spielt ihr die so runter. Und dann kommt aber einer an und sagt, hier, das möchte ich gerne in einer anderen Tonart spielen. Und dann fangen alle an, irgendwie da die Tonarten rumzukrabbeln. Kurz, die Blätter von uns, die Notenblätter sind in der Regel absolut. Absolut heißt, da stehen die Akkorde bums fertig und das spielt ihr. Relativ wäre eigentlich viel praktischer, würde aber voraussetzen, dass der eine oder andere sich so ein bisschen orientieren kann. Ich erkläre euch, was ich meine. Bei relativen Akkordsymbolen gehen wir von der Tonart und ihren Stufen aus. Angenommen, wir sind in C-Dur, dann haben wir C als den Grundton und als Stufen. Okay? Und über diesen Stufen werden Akkorde aufgebaut. Wie das jetzt genau funktioniert, ist gar nicht so wichtig, aber C-Dur, D-Moll und E-Moll und dann F-Dur und G-Dur und so weiter und so fort. A-Moll gibt es ja auch noch. Okay, und jetzt sprechen wir nicht mehr von den Akkorden absolut, sondern von den Funktionen. Der C-Dur-Akkord zum Beispiel heißt in C-Dur die Tonika. Es ist der Akkord über dem Grundton, über der ersten Stufe, Tonika. Jetzt sind noch zwei Akkorde wichtig. Der wichtigste von allen ist die sogenannte Dominante. Das ist der Akkord über der fünften Stufe, über der Quint. Fünfte Stufe, C, D, E, F, G, ist das G. Und der Akkord ist G-Dur. Kommt ihr nicht drauf, ne? Also es heißt C-Dur ist die Tonika und G-Dur nennen wir die Dominante. Mit diesen zwei Dingern kann man schon echt viel anstellen. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ja, sag's nur. Meist wird aber nicht G-Dur gespielt, sondern G7. Das ist dann der Dominant-Sept-Akkord. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ein Dominant-Sept-Akkord. G7 gehört also zu C-Dur. C-Dur, G7, C-Dur. Okay? So. Jetzt gibt es noch einen dritten Akkord, hatte ich gesagt. Das ist die Subdominante. Das ist der Akkord über der vierten Stufe der Tonleiter. Ja, in unserem Fall 1, 2, 3, 4, C, D, E, F. Also F-Dur. Tonika, Subdominante, Dominante und wieder Tonika. Toll, ne? Die Akkordfolge, die ich gerade gespielt habe, Tonika, Subdominante, Dominant-Septakkord und wieder Tonika, nennt man eine Kadenz. Das ist eine übliche, also so die Standard-Akkordfolge überhaupt. So, jetzt kommt ihr mit mir, vielleicht habt ihr so ein Ding hier mal gesehen. Ist ein Quintenzirkel, ja? Könnt ihr, verlinke ich euch unten oder da drüben, könnt ihr, je nachdem, müsst ihr gucken, wo es steht. Quintenzirkel. Kriegt ihr auch woanders. Wofür ist gut so ein Quintenzirkel? Ja, guckt doch mal drauf auf das Ding. C-Dur steht in der Mitte. G ist im Uhrzeigersinn davon. Und F ist gegen den Uhrzeigersinn davon. Ja? Rechts davon, links davon. Tonika,
Dominante, Subdominante. So, wofür ist gut? Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ein Stück in, sagen wir mal, A-Dur spielen möchtet, ja, Tonika, Dominante, Subdominante, A-Dur, E7, D-Dur. Spielen wir mal einfach, ne? A-Dur, dann hatte ich gesagt D, Sub, E7 und A-Dur. Ja, und jetzt erklärt mir nochmal, das wäre nicht praktisch. Ihr braucht nur diesen Quintenzirkel und kriegt immer die drei Akkorde, die zusammengehören. Wenn ihr einen coolen Quintenzirkel habt, dann kriegt ihr dann später noch die Mollparallelen. Mache ich noch ein zweites Video dazu, okay? Aber hey, das ist doch eigentlich super praktisch und ein Grund mehr, sich so ein Ding auszudrucken oder besser, es so auswendig zu lernen, dass man, wenn man das braucht, sich aufmalen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Like da. Oder klickt auf Abonnieren von meinem Kanal. Noch besser ist natürlich, wenn ihr mich weiterempfehlt, freue ich mich wie ein Keks. Und in diesem Sinne, wie seh's?